Schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Hollow Knight. Und wir hatten beim letzten Mal ein paar, sag ich mal, Dinge gemacht, die doch so ausstanden. So ein bisschen eine Checkliste, ja, dicken To-Do-Liste abgehakt, so ein bisschen, ja, die man zwischen den Teilen machen konnte, sozusagen. Oder die ich zwischen den Teilen quasi anberaumt habe, dass man sie machen kann. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben. Und jetzt sind wir aber wieder zurück auf dem Hauptpfad, um genau zu sein, auf dem grünen Pfad. Scheiße, es heißt Grünweg, Philipp, das musst du dir merken. Es heißt halt im Englischen Green Path und Path ist mehr Pfad. Aber ist egal, Haarspalt 3. Ich muss jetzt ja hier nicht angeben, dass ich gut in Englisch bin. Und dafür schlecht in Deutsch, weil der Satz, ich bin gut in Englisch, ist auch kein guter deutscher Satz. Egal, ich verzettel mich schon wieder komplett hier am Anfang. Dafür seid ihr nicht hier. Ihr seid hier, um schlechtes Hollow Knight Gameplay zu sehen. Und das werde ich euch jetzt auch bereitstellen. Denn wir können, wie gesagt, jetzt hier in Grünweg, haha, ich habe es richtig gesagt, weitergehen. Und ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass die Jungs und Mädels, die Entwickler von Hollow Knight, sowohl in den Hintergrund als auch in den Vordergrund kleinere Details einbauen, um der Welt so ein bisschen mehr Leben zu geben bei so einem 2D-Spiel. Und hier ist das, glaube ich, auch ein kleiner Hinweis gewesen, dass irgendwas ganz Bestimmtes in der Nähe ist. Denn hier haben wir einen weiteren Lebensblut, ja, Lifeblood-Kokon, der uns, wie gesagt, temporär mehr Leben gibt. Also quasi nicht wieder auffüllbares, temporäres Leben. Was ganz cool ist. So, hier zack, 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 zack. Da kriegen wir hier alles, kriegen wir hier. Ja. Und hier gibt es übrigens, es gibt dann irgendwann später im Spiel so ein Kokon sozusagen. Der wird jetzt auch, glaube ich, auf der Karte dann vermerkt, sobald ich mich wieder an eine Bank setze. Wo dann im Hintergrund mal darauf achten solltet, denn auf den Hintergrund mal achten solltet, ihr dann, und ich werde es dann wahrscheinlich auch tun. Denn die Leute haben sich immer gefragt am Anfang, dieses Lebensblut, dieses blaue Zeug, was ist das eigentlich? Hat das irgendeine Bewandtnis in der Lore von Hollow Knight? Und dann hat mal in den Hintergrund geguckt, bei irgend so einem dieser Kokons sozusagen, und hat dann ein riesengroßes, käferähnliches Wesen im Hintergrund gesehen, sodass man denken kann, das sind quasi die Eier von diesem Lebensblutwesen. Das ist zumindest eine Theorie, die rumgeistert. Weiß nicht, ob das stimmt. Apropos Lore. Lore zu Grünweg. Der höhere Geist träumte einst von Blättern und schuf so diese Höhlen. In jedem Busch und in jeder Ranke offenbart sich der Geist uns. Also nicht, das ist kein Schreibfehler. Das heißt nicht uns, also wir, uns, sondern uns, also Un heißt die Gottheit hier von Grünweg. Und wie gesagt, die werden wir auch noch antreffen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das bald schaffen, aber ich bin wirklich mir nicht mehr so sicher. Kann ich euch gar nicht mehr so erzählen. Aber egal, auf jeden Fall, ich glaube, genau, kommen wir zu einem weiteren kleinen, ich will mal sagen, Mini-Boss. Ja, es ist kein richtiger Boss, aber es ist ein schwerer Gegner. Es ist so ein bisschen wie die Ritter oben in der vergessenen Wegkreuzung, die so dieses Havel-mäßige mit so einem Mäusezahn ja wahrscheinlich zugehauen haben. So sind die Typen hier. Bloß, die sind ein bisschen härter. Och, du kommst gar nicht aus deinem komischen Laubding raus. Ich muss dich wohl anhauen, sozusagen. Aber ihr seht, es wird schon ein bisschen, ne, auch am Hintergrund erkennt man schon, ich weiß gar nicht, was ist denn da auf diesen, ach, das sind Blumen, das sind so wie so Tulpen oder sowas, sieht das so ein bisschen aus. Wie so, nee, wie heißen, Maiglöckchen, so heißen die so ihre Köpfe hängen lassen, hier diese Pflanzen dort. Der muss ihn wahrscheinlich ein bisschen aufwecken, hier den Kollegen. Genau. Aua. Die haben, wie gesagt, dieselbe, man muss dieselbe Sache machen, oh. Dieselbe Sache machen wie bei den kleinen Käfern mit Schild und Schwert. Aber die sind halt da ein bisschen, weil die halt noch spucken können. Da sind die hier ein bisschen anders. Und die sind natürlich ein bisschen größer. Aber ansonsten sind die, oh! Und die haben halt sowas dann auch drauf. Wo die dann so zurückspringen. Und da muss man immer aufpassen. Aber wenn man geschickt ist, dann kriegt man das hin. Und ich bin jetzt nicht geschickt, aber das war ganz okay. Zumindest haben wir nur unsere Lebensblut-Kokons sozusagen, unser Leben haben wir da verbraucht. So, wie heißt der Bursche, den ich gerade umgehauen habe? Hier übrigens, Lebenskeim, so heißt das. Kleiner, krabbelnder Samen voller Lebensblut, so heißt das blaue Zeug, der für seinen heilsamen Eigenschaften verzehrt werden kann. Also ihr seht, das sind sogar
Gegnertypen, wenn man so will. Diese kleinen Dinger, die aus dem Kokon rauskommen. Deshalb sagt man ja auch Kokon. Das sind vielleicht sind das nicht nur quasi Samen, sondern das sind halt richtige Lebewesen. Ja, so ein bisschen. So, und wen haben wir jetzt hier gerade besiegt? Hier, wie heißt er denn? Wo sind sie denn? Da ist er. Der Moosritter. Beschützer des Grünwegs, ausgebildet in der Kunst von Nagel und Panzer. Also wahrscheinlich vom Käferkönig sozusagen ausgebildet hier, vom bleichen König. Man weiß es nicht, weil ich glaube, dass Käfer nicht von Hause aus... Käfer von Hause aus Nagel und Panzer benutzen. Ich glaube, hier war doch irgendwas. War nicht hier irgendwas? Oder war ich glaube, hier irgendwo. Hier. Irgendwo waren hier... Also illusorische falsche Wände. War das hier? Ich glaube, das war das hier. Wo war das? Weil das sieht hier so auf jeden Fall so aus, als ob man hier noch... Das sieht auf jeden Fall so aus, als ob es hier noch irgendwie was Verstecktes gibt. Also immer wenn so sehr viel... Ich glaube, hier oben vielleicht? Das hier oben irgendwo? Ich weiß es nicht mehr, weil wo so viel Schwarz auf dem Bildschirm ist, ne, da denke ich immer, da muss es doch was geben. Aber anscheinend nicht. Anscheinend habe ich mich dort getäuscht. Na egal, gehen wir weiter. Selbst hier nicht. Das sieht doch schon so aus, ne? Die Kamera, sie gibt einem so viel, offenbart einem so viel. Na egal. Am Ende ist hier was, aber ich hab mich falsch erinnert. Egal, wir machen weiter im Grünweg, nachdem wir den Moosritter besiegt haben. Und gucken mal, wo uns der Weg weiter hinführt. Ach, hier wieder so ein Misch, muss man sagen, so ein Mischgebiet, ja? Man merkt auch gleich, ne, wie sich allein schon das Licht bzw. die Farbe verändert. Es ist so gut. Vor allem ist es auch so makellos. So fließend. Bin ich jetzt eigentlich wieder... Nee, ich bin noch nicht wieder... Ich wollte gerade sagen, bin ich in der vergessenen Wegkreuzung drin? Nein. Bin ich nicht. Na kommt, Geo. Hallo. Ihr seht, ich habe diesen Talisman ausgerüstet, sodass ich mich nicht immer darum kümmern muss, wenn Geo irgendwo rum durch die Gegend fliegt, sondern habe ich meine kleinen Käferhelferlein, die das für mich dann aufsammeln. Zur Not. So, ja, dann gehen wir hier weiter. Ich weiß, ich wollte eigentlich zu Hornet in diesem Teil, aber wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal, wo es uns hier alles hin verschlägt. So, hier sind Dornen, oder? Ah, was gibt's hier? Nix. Ach so, das soll mir bloß den Hinweis geben. Ah, guck mal, geh mal da oben hin. So, da kann ich hin. Gut. Das ist auch so ein tolles, hilfreiches Feature mit diesem nach unten gucken. Das glaubt man gar nicht. Ja, dieses nach unten gucken, dass man so ein bisschen sein Sichtfeld quasi so ein bisschen variieren kann. Oh, oh. Yep. Da habe ich jetzt gerade einfach Mist gebaut. Da habe ich einfach gerade voll, aber einfach nur gepennt habe ich dort. Gerade. Aber eigentlich jetzt müsste er, genau, er ist jetzt schon runtergefallen. Dann müsste ich mich mal kurz heilen. So. Ist hier noch was? Nein. Gut, dann gehen wir hier weiter. Dann gehen wir hier weiter. Ich weiß gar nicht, was es hier so alles gibt. Na egal, wir holen uns auf jeden Fall erstmal die Geo. Ist auch ganz gut. Und ihr seht schon anhand hier dieser, der Hintergründe wieder. Ihr seht, wie viel Liebe auch allein schon in den Hintergründen steckt. Das hat sowas so ein bisschen Urkrebsmäßiges. So, das sieht ja aus, das sind ja Skelette. Also oder zumindest so Überreste von irgendeinem skelettartigen Panzer da im Hintergrund, im Erdreich. So wie man sich das, wie man das kennt aus irgendwelchen archäologischen Ausgrabungen. So ist das hier halt. Und hier komme ich, glaube ich, erst hin. Genau, hier komme ich erst hin, wenn ich den, weil ich sehe, ich kann hier nicht rüberspringen, wenn ich den Dash habe. Also ich brauche definitiv den Dash von der guten Hornet, beziehungsweise nach dem Kampf mit der guten Hornet kriegen wir diesen Dash. Ne, hier ist wirklich nix. Ich bin schwer erschüttert. Also ich weiß auch, dass mal solche illusorischen Wände oder solche falschen Wände, die gibt es auch dann irgendwann oben, also quasi an der Decke. Das sind nicht nur Wände, sondern das ist auch, wenn die Decke kann man dann einhauen. Das gibt es auch. Aber ich weiß nicht mehr, wo und wie das dann genau vonstatten geht. So, das heißt, da ist eine Sackgasse, beziehungsweise keine Sackgasse, sondern da kommen wir erstmal nicht weiter. Das bedeutet wiederum, wir gehen ja wieder nach unten, korrekt. Und dann nach links und versuchen, endlich mal wieder mit Hornet irgendwie quasi in Verbindung zu treten, sie mal zu treffen. Denn sie ist ja die ganze Zeit so von mir weggelaufen. Ach, du kommst wieder? Das ist ja interessant. Zack. Du kommst wieder? Das wusste ich gar nicht. Interessant. So. Ich mag auch diese kleinen... Aua. Ich mag auch die kleinen Geräusche, die sie wie immer machen. Die Typen. Das ist so super. Oh, Mensch. Penner. Na gut, dann lass... Das ist mir egal, bleibst du. Nö. Kannst du mal dein Zeug spucken, wie du willst. Hier, nimm mal das von mir hier.
Obwohl, wisst ihr was? Das bringt mir auch Geo. Oh, da hat er kurz pariert, wenn man so will. Hier, nimm das, du blöder Ritter. So, geht doch. Wäre ja gelacht, wenn ich an dem sterben würde. Aber den muss ich dann eh farmen, weil ich muss ja die Einträge fürs Jägerjournal sammeln. Das heißt, ich muss die sowieso farmen. Aber die sind ein gutes Training für andere Bosskämpfe und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, alles schon schlau designt hier von den Jungs und Mädels von Hollow Knight, von Team Cherry. So, Moment. Wie bitte? Wo ging's denn dann? Ach, da muss ich... Okay, alles klar, da bin ich gar nicht... alles klar, weil hier fehlt mir auch der Doppelsprung oder der Wandsprung oder beziehungsweise eigentlich komme ich hier, wenn ihr dieses Ding da oben seht, na, komme ich ja eigentlich von der anderen Seite dann hier hin, weil das ist ja so ein Ding, was ich runterhauen kann. Der ist schlau. Gut, alles klar. Dann bin ich doch die falsche Richtung gelaufen. Naja, egal, aber wir haben ein bisschen was erkundet. So, alles gut. Und wisst ihr was? Auf dem Weg nach unten, weil wir eh dann darüber müssen, in die andere Richtung. Genau. Können wir uns an die Bank setzen und dann ist auch die Karte wieder aktualisiert, was auch sehr, sehr gut ist. Ihr Obbels, ihr nervt nett. So. Und ich liebe, dass es auch keinen Fallschaden hier gibt. Das ist auch sehr gut. So, Karte aktualisiert. Gucken wir rein. Jupp, da oben und da komme ich nicht weiter. Weil, doch, nee, da kam ich nicht weiter. Aber wie gesagt, ihr seht auch, dieses Lebensblut-Ding ist da eingezeichnet. Es ist das super. Genau. Moment. Nee, da kam ich nicht weiter, weil mir da das Ding... Genau, das heißt, ich muss von der anderen Seite dann dahin. Korrekt. Korrekt. Ich musste kurz mal noch die Karte... Oh. Was machst denn du hier, Obbel? Musst du kurz mal die Karte lesen. Es fällt mir nicht immer einfach. Fällt mir nicht immer einfach? Ja, doch, das ist eine richtige Formulierung. Philipp, das hast du sehr gut gemacht. Du bist, man könnte meinen, du verdienst mit Worten dein Geld. Was ich ja auch wirklich tue. Aber eben bloß nicht auf YouTube. Ein Glück. Ich glaube, dann wäre ich... Also, dann würde ich genauso viel Geld verdienen oder irgendwann gar kein Geld mehr verdienen. Weil, ich glaube, ab und zu fehlen mir die Worte. Zumindest die... Also nicht, weil ich irgendwie... Ach, mir fehlen die Worte, sondern weil ich einfach doof bin. Deswegen. So. Moment. Bin ich jetzt total bekloppt? Ich will zu Hornet. Muss ich dann... Nee, da komme ich ja auch nicht hin. Bin ich doof? Moment. Wie bitte? Ich weiß doch, dass es hier... Da geht's nicht weiter. Das weiß ich. Hä? Hier unten geht's auch nicht weiter? Da irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Da oben geht's nicht. Ich muss doch dahin, weil ich muss... Ah, ich depp. So, kam ich hier denn weiter, wo ich hier lang will? Moment, bin ich einfach nicht weitergegangen? War ich doof? Oh, apropos doof, das war auch doof. Bin ich hier einfach nicht weitergegangen? Bin ich einfach bescheuert? Ja, ich bin einfach bescheuert. Weil wir kommen jetzt hier zu... Ich habe mich schon gewundert. Wir kommen sowohl zu Hornet, als auch zu einem anderen coolen NPC. Und zwar zu dem Kollegen hier. Hallo! Grüße! Lass ihn mal in Ruhe, den Kollegen hier. Na komm. Komm her. Ich weiß doch, was du machst. Genau, du machst nämlich das. Mehr kannst du nicht. Das ist deine Attacke. Genau, dann haben wir nämlich den nächsten NPC gerettet. Ich habe mich gewundert, wann das kommt. Ich bin einfach zu dumm. Ich bin einfach nicht weitergegangen. Warum? Warum habe ich das getan? Warum war ich so bescheuert? Man weiß es nicht. Also, ich weiß es irgendwie schon, weil mein Gehirn und so. Ja, ja, ist ja gut. Na komm. Können wir, haben wir es jetzt langsam mal? Das ist Ringelpiez mit Anfassen hier, was wir hier spielen. Na komm. Na komm. Ja, nochmal bitte. Nochmal bitte. Da sind wir übrigens, wenn die... Oh. Dadurch, dass die jetzt Verstärkung gerufen hat, ich glaube, diese Fliege hier, was das soll eine Fliege sein, das ist das versteckte Heatmeter, von dem ich immer gesprochen habe bei Hollow Knight, was es gibt. Oh. Was man eben nicht sieht. Oh. Na komm. Haben wir jetzt bald. Kannst du auch mal nicht so weit nach drüben gehen? Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, Mensch, ich wollte mich gerade sagen. Das wäre es doch mal langsam gewesen. So, tot. Don donk. Explodiert. So, teilen wir uns ganz kurz. Und dann reden wir mit diesem lustigen Kollegen.
Das ist der gute Zoat. Und Zoat ist, ich mag ihn. Ich sag's mal so, ich mag Zoat. Zoat ist cool. Zoat ist aber genau die Verkörperung des Dunning-Krüger-Effekts oder Phänomens. Könnt ihr mal googeln, Dunning-Krüger. Habe ich schon häufig mal hier auf dem Kanal erwähnt, dass Leute, die doof sind oder zumindest sich oder inkompetent sind, dadurch, dass sie inkompetent sind, nicht merken, dass sie inkompetent sind und sich für sehr kompetent halten. Und der gute Zoat, vielleicht war er früher mal sehr kompetent in dem, was er macht, aber er ist aktuell nicht mehr so. Ihr habt ja gesehen, aus welcher Lage wir ihn gerade versucht haben zu retten mussten. Und er selbst sieht das aber nicht so, dass er gerade Rettung gebraucht hat. Warte, der braucht eine super Stimme. Das ist mir jetzt gerade, ich habe versucht, gerade ein bisschen Zeit rauszuschinden. In der Zeit habe ich mir überlegt, was für eine Stimme der kriegt. Der kriegt. Wisst ihr, der kriegt meine doofe Stimme. Einfach nur, um den Punkt nach Hause zu fahren hier. Der kriegt meine doofe Stimme. Was denkst du eigentlich, was du da tust? Wie kannst du es wagen, dich zwischen mich und meine Beute zu stellen? Tust du das öfter? Streust du herum, stehst anderen im Weg und störst? So ein bisschen Helmut Kohl doch so ein bisschen gerade. Stößt die andere Bewegung und störst. Nicht die Putzbüttel. Ist egal. Zurück zu Hollow Knight. Nicht politisch werden. Eins soll ich zu wissen, Streut. Ich bin Zoat der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Kreuze meinen Weg noch einmal und du wirst erfahren, warum er meine Waffe den Lebensänder nennt. Ich habe genau denselben Nagel. Nein, ich habe nicht denselben Nagel auf dem Rücken. Ich habe einen ähnlichen Nagel auf dem Rücken. Zoat. Nee, Zoat, erzähl doch mal nochmal was von dir. Was willst du denn noch von mir? Ich bin ein Ritter. Ich bin an deinen kindischen Spielchen nicht interessiert. Ich brauche meine Ruhe. Ach, auf einmal. Verschwinde. Oder willst du, dass ich meinen Nagel ziehe? Na, mein Freund, versuch's doch nur. Das Lustige ist, wir werden irgendwann noch gegen Zoat kämpfen. Sowohl in seiner, sag ich mal, hiesigen Form, wie hier, sowohl auch in seiner Form, wie er sich selbst so ein bisschen sieht. Obwohl er ja so nicht ist. Weil der gute Zoat ist klein und schmächtig und nicht groß und mächtig. Wir sind auch klein und schmächtig, aber dafür sind wir auch groß und mächtig, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich sehe, ich rede heute wirr in diesem Teil, merke ich gerade. Nee, Zoat, noch was? Okay, alles klar. Na gut, dann ein Danke hätte auch gereicht, sag's mal so, aber ist ja auch egal. So, dann gehen wir hier weiter. Und jetzt endlich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch hinkommen, weil der Tag, obwohl, das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen, dass wir zu unserem Waifu kommen. Zur guten Hornet. Und ich weiß, viele von euch sagen jetzt, wenn so ein alter Mann wie der Philipp Waifu sagt, dann ist das nicht so geil. Sehe ich ein. Ja, das ist halt ein Meme-Begriff, das ist mir bewusst, aber ich habe das schon mal gesagt. Ich bin halt down mit den Kids. Ich kenne mich noch aus, so alt bin ich noch nicht. Also denke ich zumindest, dass ich das bin. So, jetzt hören Sie doch mal auf hier, junger Mann. Das ist doch, oder junge Frau. Did you just assume my Insektengender? Können wir nicht Freunde sein? Warum müssen sie mich denn angreifen mit ihrem? Da! Lore. Die grünen Kinder traten aus dem Traum und in dieses Land. Hier werden wir nun voller Geduld den Aufruf zur Rückkehr erwarten. Merkt euch das? Aus dem Traum treten oder aus dem Traum erwachen. So ein bisschen. Das ist hier das Spiel. Das ist, hat eine gewisse Symbolik und eine gewisse Wichtigkeit in der Welt von Hollow Knight. Denn Traum und Erwachen und eben nicht quasi Herr seiner Sinne sein, das hat hier schon eine gewisse Wichtigkeit. Eine gewisse... Ja, es ist halt... Mir fällt gerade ein anderes Wort ein. Ich sag Wortfindungsstörung hier. Aua. Arschloch. Aua, Arschloch. Ah, verdammt. So, war's das jetzt? Wollte gerade sagen, Ruhe. Ich muss nämlich meinen Freund befreien. Die kleine Made. Was wollte ich jetzt vorher sagen, bevor ich wirklich relativ schlecht wieder gegen diesen Ritter gekämpft habe? Was wollte ich sagen? Aus Träumen erwachen, aus einem Schlaf erwachen oder, sage ich mal, nicht mehr Herr seiner Sinne sein. Das ist hier so ein Leitthema. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Leitthema in Hollow Knight. So, und hier sind wir jetzt an dem Ort.
wo ich hin wollte. Oder wo wir waren und nicht weiterkamen. So, und dann könnten wir rein theoretisch jetzt zu Hornet kommen. Aber erstmal noch hier. Komm jetzt. Oh, da oben ist noch ein Ritter. Den können wir auch noch besiegen. Ja, also, ja, wir haben noch Zeit im Teil. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mich ewig an dem Mini-Boss-Kampf gegen Zod aufgehalten. Nö, für Zod habe ich mich aufgehalten. Nee, gar nicht. Ich war relativ erfolgreich mit dem, was ich getan habe. So, junger Mann, kommen Sie her. Ich habe gerade eben... Oh, muss ich mal kurz heilen. Entschuldigung. Ich habe gerade eben bei deinem Kollegen schon wenig Zeit verbraucht. Da werde ich doch jetzt erst recht schaffen. Und zack. Ich mag das, dass er ein bisschen besseres Moveset hat. Nein, nein. Penner. Okay. Aber mein Nagel ist mächtiger. Aua. Okay. Mein Nagel und meine Zauberkraft sind mächtiger als dein Nagel und dein Schild. So. Genau, da haben wir das hier. Ja, okay, alles klar. Der nächste Kollege. Aber erstmal gehen wir wieder hier oben hin, weil hier oben gibt es bestimmt auch noch Sachen. Oben gibt es auch noch Sachen. Wichtige Sachen. Oh, nee, hier war ich ja schon. Hier kam ich ja her. Ist ja interessant. Genau, hier kam ich ja her. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt runter zu dem Typen und holen uns die ganzen Geo und mit den ganzen Geo dann zu Hornet. Da bin ich mir unsicher. Okay, ich heil mich erstmal nochmal einmal. Komm her. Du willst es doch auch. Und ich will an die Geo ran, die du da bewachst, mein Freund. Komm her. Komm hierher. Genau, da kann ich dich nämlich gut ballern. Komm. Komm. Bisschen wie bei Sekiro. Immer, oder generell bei solchen Spielen, immer warten, was der Gegner macht, wollte ich gerade sagen. Aber nein. Man kann auch einfach doof sein und in den Gegner reinspringen. Das ist auch eine gute Variante, Philipp. Das wäre auch gut. Jetzt muss ich mich sogar konzentrieren hier. Ey, sag mal! Ich habe doch gesagt, in die Gegner reinspringen ist nicht so schlau, Philipp. Hör doch mal auf damit. Okay, hör doch mal auf damit. Das wäre... Mist, hätte ich jetzt zuschauen können. Hör auf! Hör auf! Okay. Puh, gerade so geschafft hier. Man muss mich wirklich mal konzentrieren, da ist auch das Commentary nicht so geil. Ihr seht schon, wenn ich schon gegen die Gegner Probleme habe, dann wird das mit den anderen erst recht nichts werden. Aber hey, immerhin haben wir Geo gekriegt. Und Geo kann man immer gebrauchen. Geo ist sehr gut. So, gab es hier nicht irgendwann mal irgendwelche Statuen noch, für die ich mich aufpowern kann? Das wäre super. Das wäre schön. Nee, stattdessen jetzt gleich nur mit 2 Leben zum Hornet-Kampf. Das wäre aber richtig dumm. Das wäre richtig doof. Ach, nee. Wisst ihr was? Ich habe ihn jetzt so lange geteased, ihr müsst jetzt noch einen Teil länger warten. Weil ich glaube, da mache ich lieber Folgendes, dass wir jetzt die Station hier freischalten, die Hirschkäferstation. Und dann beim nächsten Teil. Aber dann mit Hornet beginnen, sozusagen. Gott, was hatte eigentlich der Hirschkäfer oder der Hornkäfer für eine Stimme? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wie es dem für eine Stimme gegeben hat. Habe ich denen so eine rauchige gegeben? Weiß es gar nicht mehr. Karte aktualisiert. Sehr gut. Bezahlen wir natürlich, um das freizuschalten. Wird natürlich mit jedem Automaten teurer. So ein bisschen wie mein öffentlicher Nahverkehr hier. In meiner Stadt. Der wird auch von Jahr zu Jahr teurer. So, dann komm mal her, mein Freund. Ich weiß nicht mehr, was er für eine Stimme hat. Ich habe es wirklich vergessen. Hat er hier so eine? Am Ende hat er jetzt so eine. Hat er so eine Stimme? So ein bisschen, hallo. Schönen guten Tag. Weil er sagt natürlich zu jeder neuen Station, sagt der kleine Kerl was. Dann hat er jetzt diese Stimme. Ja, jetzt diese Stimme. Diese Stimme hat er jetzt. Ach, wie sich dieser Ort verändert hat, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das Grün wächst so wild, dass die Station wohl bald von ihm verschluckt werden wird. Begierig darauf. Achso, alles klar, das habe ich schon. Okay, alles klar, dann reisen wir, mein Freund. Und zwar, wir reisen nach Mistmund, weil da hält sich jetzt der gute Zod auf. Der ist dahin zurückgekehrt in den Ort und redet, wie groß und toll er ist. Ja, steht rum und sagt, dass er genial ist, obwohl er das nicht ist. So, dann statten wir ihm nämlich mal noch einen Besuch ab. Und dann
Aber beim nächsten Mal dann Hornet. Dafür haben wir ja auch so ein bisschen Action gesehen und Philipp hat sich doof, also ich habe mich doof angestellt. Ich muss aufhören, von mir in der dritten Person zu reden. Das ist übrigens eine Sache, das ist erst seit ich YouTube mache, gibt es Momente, auch außerhalb von YouTube, wo ich von mir selbst in der dritten Person rede. Es kann nur bescheuert sein. So, Zod! Du Nasenbär, komm her! Du Zod, warum schleichst du denn in den Schatten herum? Ja, ganz recht. Du hast schon richtig gesehen. Ich bin Zod der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Je mehr die Leute sich selbst mit vollem Namen und Adresse und Eigenschaften und Beruf ankündigen, je häufiger die das sagen, oder wenn die das bei jeder Begrüßung sagen, sollte euch das ein Zeichen sein, die sind sehr unsicher. Die sind sich selbst sehr unsicher. Ja? Erzittere von mir. Wenn du dich in deinem armseligen kleinen Dorf versteckt hattest, bin ich in die Tiefe hinabgestiegen und habe eine gewaltige Bestie erlegt. Nein, ich habe eine gewaltige Bestie erlegt, Herr Münchhausen. So nenne ich ihn jetzt, Zod Münchhausen, so heißt er jetzt. Der eine scharfe Reißzähne und keinerlei Manier. Nein, ich war das, mein Freund. Ich, er ist so ein bisschen der Siegmeier-Charakter. Obwohl Siegmeier nie behauptet, dass er ein großer Abenteurer ist. Er sagt immer nur, ich komme gerade nicht weiter, kannst du mir vielleicht helfen? Aber so ein bisschen. Er braucht immer so ein bisschen so eine Hilfe. Der gute Zod. Es wird übrigens nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn retten. Ja, genau. Hoch lebe ich. Aber ich habe keine Zeit für deine Bewunderung. Ich muss mich ausruhen und für meinen nächsten Abstieg vorbereiten. Nee, mein Freund, geh da mal lieber nicht runter. Du bist beim letzten Mal gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen. Der törichte Alte dort drüben, er redet nichts als Unsinn. Er scheint zu denken, dass die Luft selbst unten in den Höhlen tödlich ist. Dass selbst die Luft, so macht der Satz mehr Sinn. Dass selbst die Luft unten in den Höhlen tödlich ist. Das ergibt mehr Sinn. Und nicht so die Übersetzung. Hollow Knight. Vielleicht sollt ihr einfach aufhören zu atmen. Ho! Das Lachen habe ich jetzt hinzugefügt. Über Träume redet ihr auch ständig. Pah! Träume sind für die, die zu schwach sind, um wirklich zu leben. Wie gesagt, ich habe es ja angekündigt in meinem sehr langen Gedankengang, den ich in diesem Teil schon ausgeführt habe. Träumen, nicht Herr seiner Sinne sein, andere Welten, sich denken so ein bisschen oder vielleicht auch so ein bisschen ferngesteuert sein in den Gedanken. Es hat eine Bewandtnis hier in Hollow Knight und das ist auch sehr cool und es hat auch was mit der Lore zu tun, aber da kommen wir dann erst auch ein bisschen zu, sobald wir mehr in die Lore einsteigen von Hollow Knight, denn aktuell ist es wirklich wie am Anfang von Dark Souls. Ich weiß, wieder ein Vergleich. Man weiß gar nichts großartig über die Welt, man kriegt immer nur so vage kryptische Hinweise, aber das puzzelt sich am Ende des Tages alles irgendwie ganz cool zusammen hier in Hollow Knight. Noch was, Zod? Was für ein armseliges kleines Dörfchen das hier ist. Die Luft stinkt und die Bewohner haben neugierige Augen. Ich werde so bald wie möglich wieder hinuntergehen. Ich mag ihn nicht. Also, ich mag ihn schon, weil er ist so ein bisschen lächerlich. Und das soll er ja auch sein. Er soll dieses, ich halte mich für einen ganz großen und bin eigentlich ein großer Schwätzer. Er ist quasi, wisst ihr was? So nenne ich ihn jetzt. Ich nenne ihn nicht Zod den Armseligen oder Zod den Schwätzer. Ich nenne ihn jetzt David Cage. Das ist jetzt David Cage. Er muss auch immer wieder, ich glaube, das ist auch ganz passend, weil David Cage, der muss während der Entwicklung von seinen Spielen auch immer von seinen Entwicklern gerettet werden aus Situationen. Sonst verrennt er sich zu sehr in Blödsinn. Und er behauptet von sich auch immer, dass er der Beste ist. Obwohl das eigentlich nicht ist. Obwohl andere für ihn wahrscheinlich die wichtige und gute Arbeit machen. Ja, er heißt jetzt David Cage. So, du bist jetzt umbenannt, du heißt jetzt David Cage. Noch irgendwas, David Cage? Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell, wir haben ein paar Geo, ob wir noch irgendwas kaufen können und dann beende ich diesen Teil jetzt hier wieder. Iselda, sei gegrüßt. Okay, alles klar. Ich habe schon zu viel gekauft. Suchst du weitere Ausrüstung? Du hast doch schon so viel gekauft. Leider hast du für den Mensch schon alles gekauft, was wir dir anbieten konnten. Ist das nicht geil? Cornifer wird sicher erfreut sein, auch wenn ich mich frage, wofür er all dieses Geo ausgeben möchte. Ja, weil ein Haus haben sie ja schon. Und das haben sie, it's free real estate. Die sind ja einfach in das Haus reinmarschiert und gesagt, die Hausbesetzer sind das ja streng genommen. Sind einfach ins Haus reinmarschiert, so, das ist ja unser Laden. Das ist Free Real Estate hier. In Mistmund, da sind die Preise noch gut. Das ist die Mieten noch nicht in die Höhe geschossen hier. So, Käferältester, mit dir rede ich auch gleich nochmal. Aber erstmal noch gucken, ob der gute Sly noch was Neues hat, weil, wie gesagt, beim Sly habe ich auch schon alles gekauft. Sly? Papa Sude. Ah, du möchtest etwas kaufen? Werden dir deine Geo zu schwer? Aber dann wird dir dein Geo zu schwer, wäre es denn eigentlich. Ihr seht, die Übersetzung ist nicht 100% fehlerfrei. Leider hast du wohl schon alles gekauft, von dem ich mich trennen kann. Nichts mehr übrig. Okay.
Ich glaube, da könnten ein paar alte Schmuckstücke in meinem Lagerraum sein. Ich habe aber leider vor kurzem den Schlüssel verloren. Ah. Ha! Ich fürchte, es gibt keine Geschäfte mehr zwischen uns. Zumindest fürs Erste. Geh nun. Und lass mich ein wenig Zeit mit dem Haufen Geo verbringen, den du hier gelassen hast. Was willst du damit machen? Darin baden? Wie Donald Duck, hätte ich beinahe gesagt. Wie Dagobert Duck? Ah, alles klar. Ich sehe schon. Alter Kapitalist hier. Und hier, ich glaube, irgendwann wird das Lager noch freigeschaltet. Ich glaube, wir bringen ihm sogar den Schlüssel. Ich glaube, das ist sogar eine Quest, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Okay, zum Schluss noch Käferältester. Wie läuft dein Abenteuer? Ich hatte selbst ein Abenteuer, während du weg warst. Ah, nee, warte. Es war die falsche Stimme. Wie läuft dein Abenteuer? Ich hatte selbst ein Abenteuer, während du weg warst. Ich gehe eigentlich nie zum Friedhof dieser Stadt, aber ich wollte das Grab einer alten Freundin besuchen. Als ich zwischen den Grabsteinen umherging, fiel mein eigenartiger Gesang in der Nähe auf. Unglaublich unheimlicher Gesang. Ich sah mich um und entdeckte, die zwei gleißende, schrecklich große Augen aus der Öffnung einer dunklen Höhe auf mich starren. Starten. Wie zwei. Ich kann auch heute nicht lesen, habe ich so ein Gefühl. Nicht nur reden, ich kann auch heute nicht lesen. Kinder, bleibt in der Schule. Lernt lesen und schreiben. Ich tat so, als hätte ich die Stimme nicht gehört und die Augen nicht gesehen und lief zurück zur Stadt. Meine Freundin muss wohl noch etwas länger auf ihren Besuch warten. Es ist interessant, von wem er hier redet. Ich denke ja, persönlich, weil ich glaube, dieses Dialog wird erst freigeschaltet, nachdem wir das Tor aufgeschlossen haben, wo die gute Gigi wohnt. Dass er die gute Gigi meint, weil das sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Friedhof, ne? So ein kleines bisschen zumindest. Denke ich zumindest. Also es könnte Gigi, weil die hat ja die großen, grellen Augen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, weil es gibt noch einen Friedhof. Es gibt irgendwie, also so eine Art Friedhof in Hollow Knight, zu dem wir dann auch noch kommen, wo dann auch die ganzen Bäcker zum Beispiel verewigt sind. Also nicht die Brötchen, sondern die Kickstarter-Unterstützer. Ja, nicht die Brötchenbäcker, sondern die Kickstarter-Unterstützer, die ja auch Bäcker genannt werden. Ich weiß gar nicht mehr, ob hier, war hier dann der Friedhof? Nee, ich glaube hier nicht. Hier war einfach nur der Anfang vom Königspass. Zu dem können wir dann übrigens auch irgendwann noch zurück. Sobald ich eine Wanderklimmungsfähigkeit besitze. Nee, ich glaube, er meint die gute Gigi. Der gute Käferälteste. Und er hat auch ein bisschen Angst gehabt. Die ist eigentlich so freundlich. Ne? Zu der müssen wir, wie gesagt, also die Gameplay-Mechanik muss ich euch auch irgendwann nochmal zeigen, wenn ich da einmal mal sterben sollte, was ich in den letzten zwei Teilen nicht bin. Ich war einmal kurz davor, aber ich hab's immer wieder geschafft. Muss ich euch nochmal zeigen, diese Mechanik, dass ich ihr das ranzige Ei gebe und dann holt sie meinen Schatten zurück. Das ist ganz süß eigentlich. Also es ist auf jeden Fall eine tolle Mechanik. Okay, liebe Freunde, dann soll es das für diesen Teil gewesen sein. Er ist schon wieder länger, als ich eigentlich wollte. Wir haben ein bisschen was geschafft. Also wir haben die Karte relativ gut freigeschaltet, glaube ich zumindest. Und den König der Rache fliegen. Den haben wir besiegt, um den guten Zod zu befreien. Ist ein König, also klar, eine Königin ergibt ja auch wenig Sinn, weil sie hat ja nur Verstärkung gerufen. Er hat ja quasi nicht Verstärkung irgendwie aus seinem, also quasi geboren. Ja? Obwohl, man weiß ja, bei den Insekten vielleicht sind da die Männer schwanger. Ich wollte die Karte mir mal angucken und Grünweg haben wir rein theoretisch so gut wie freigeschaltet, außer da unten, da kamen wir noch nirgendwo hin. Das Steinerne Heiligtum, da kommen wir dann noch hin, weil da brauchen wir den Traumnagel, glaube ich, dazu. Genau, und das heißt, beim nächsten Mal wartet der Hornet-Kampf auf uns. Und das ist doch dann endlich mal, was man sich mal angucken kann. Da lohnt sich das Reinklicken in den nächsten Teil. Und dann, sobald wir dann den Dash haben, werde ich alle Orte, wo wir noch nicht hingehen konnten, kann ich dann endlich besuchen. Das werde ich dann wahrscheinlich in den Teilen danach machen. Aber, wie gesagt, all das zu seiner Zeit, auch in der vergessenen Wegkreuzung, wie gesagt, gibt es ja noch ganz viel. All das zu seiner Zeit. Bis dahin. Wünsche euch noch viel Spaß im sonstigen Internet. Ich würde mich über Kommentare, über Likes und falls noch nicht habt, auch über ein Abo freuen. Bis in die nächsten Videos, dann wieder mit Hollow Knight, dann wieder mit mir und hoffentlich wieder vielleicht ein bisschen mehr Skill und ein bisschen mehr Rede- und Leseskill. Schauen wir mal. Also, macht's gut.